Übersicht anmachen. Going in circles. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Das Anhalten ihrer Stimme während der Nacht zu zügeln. Aha. Ein Nachbarschaftsbrief. Ein Nachbar, der sich über die Lautstärke beschwerte. Okay. Hallo. War klar. Ich meine, er hat Pfeife geraucht. Sagt man dazu Pfeife rauchen oder Pfeife dampfen? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall eine Nachricht. Merkt euch das Datum. Eine Trauung, bla 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 bla. Okay. Die Einladung zu unserer Trauung. Das können wir wieder zumachen, ist nichts drin. Auch nichts. Moment, 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 Moment. Merkt euch das Datum. Juni. Neunte. Sechste. Puh, keine Ahnung. Und jetzt? Hab ich irgendwas verpasst? Moin Yogi, grüß dich. Samstag, den 9. Juni. Das wäre der sechste Tag. 6, 9, 6. 6, 9, 6. So, ist das jetzt richtig? Mach auf die Kiste. Nein, das wäre der sechste Tag. Sechs, neun, sechs. Keine Ahnung. Wie würde Else Kuschinski jetzt sagen? Scheiß die Wand an. Ich komme nicht raus. Ich muss diesen scheiß Tresor. Öffnen. Aber wo kriege ich das Datum her? Merkt euch das Datum. Ja. Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni. Ach so. 914 wahrscheinlich. Nee. Da war eine 8 im Bild. Ach ja, stimmt. Moment. 854. Ja, stimmt, das war ja der Code. Und hier steht irgendwas mit Datum. Ich lasse mich von dem Datum da vereinen. Danke, Yogi. 8, 9.
Nein, 854, ich Idiot. So. Alright, Dankeschön. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Na, hat sie ja. The pass holds back. Look closer. Niemals vergessen. Moment, war die Tür nicht eben hier? Ich bin ein Stuhl, ich muss mich allein bewegen. Die haben das komplette Spiel überarbeitet zu damals. Ich habe das ja, wie gesagt, damals schon mal gespielt. Aber wo es gerade auf Steam rauskam und nicht fertig war. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder, zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Hier deine Farbe reingekackt. Nice. Dass es überall so dunkel ist von den Räumlichkeiten, ne? Ich weiß gar nicht, ob das damals schon so war. Echt nicht. So lange her. Ich weiß auch ganz genau, wie Kev damals meinte, so von wegen, ja, aber davon musst du dir das jetzt holen. Ich will, dass du ein Horrorspiel zockst. Never forget. Ja. Das macht am meisten Spaß. Die Cam zu haben und dann Romy erzogen zu sehen. Wow. Leck mich am Arsch, ey. Ich komme aus der Kenne hier. Jetzt sind wir im Keller, obwohl wir nicht da reingegangen sind. Ist irgendwie raus? Aha. Boah, ich mich das erschrocken. Hä? Boah, ich bekomme Gänsehaut, ey, ohne Scheiße. War das damals schon so extrem? Staubmäuse, selbst in meinen Lungen. Grotesker Zieferdreck. Es gibt immer noch mehr. Eine Errungenschaft bekommen. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nicht nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere. Einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nicht so sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das... Was? Habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Und habe ich das Gefühl, würde höhere Macht, bla bla. Okay. Und dann jetzt hier, wo wir praktisch vorhin in den Keller gehen sollten? Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht diesen Hebel da ziehen müssen, ehrlich nicht. Da ist ein anderer Raum. Hier sind wir aber auch schon gewesen. Hang diese scheiß Puppe da oben noch nicht da drauf.
Ja, ich weiß nicht, ob ich alles vorlesen soll, aber wie gesagt, eigentlich kenne ich das Spiel schon. Ich bin nicht so der Lesetyp, ehrlich gesagt. Es geht auf jeden Fall um einen Dankesbrief. Sein passendes Gegenstück gefunden zu haben und vorher nicht religiös gewesen zu sein, um ja, das Hobby zu finden, was die Kunst angeht, das Malen angefangen, um dann festzustellen, dass seitdem die Person so gläubig geworden ist, eine höhere Macht über sie wacht, sag ich mal, weißt du? Und alles total komisch erscheinen lässt und seitdem alles anders erscheint, anders rüberkommt und sag nochmal, wie sehr diese Person halt. Boah, ja, leg mich am Arsch, ey. Wie stark diese Person die andere liebt. Farbentiefe lügt. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Okay. Ich würde die 13 Kurven alle einfangen können. Alles klar. Ja, renn ins Feuer, verbrenn, du Scheißi. Fick dich, Game. Fick dich einfach nur. Dreckiges Game, ey. Puh. Mach doch die Dreckskerzen an. Kreischende Brandstifter, widerhallende Schreie, sie schrecken vor nichts zurück. Ich werde nicht kampflos. Was? Ich werde nicht kampflos untergehen. Ach so. Boah. Fick dich, Game. Guck mal, die Bücher sind auch alle weg hier. Das Porträt sieht anders aus. Mach doch die scheiß Funzel an. Du wirst lachen, Yogi. Ich habe das Spiel damals von Kev geschenkt bekommen. Beziehungsweise eine Spende gekriegt. Mit der Voraussetzung, hol dir dieses Spiel. Den Rest mach, was du willst. Ich dachte mir, okay, mach es mal. Mach es mal, kann ja nicht so schlimm sein. Ich habe mir damals in die Hose geschissen. Und da existierte der Spruch bei mir, beziehungsweise kam bei mir im Chat auch von wegen, ey, du bist gerade irgendwie 10 cm größer geworden, in der Kamera hochgerutscht. Wie kommt das? Hast du dir die Hose gekackt? Ja, ich kacke mir in die Hose. Weißt du, das Game habe ich damals durchgehabt. Ich habe mich damals sehr erschrocken und muss jetzt feststellen, dass das Game komplett anders ist, weil das die überarbeitete Fassung ist, die fertige Fassung. Mit Add-on und keine Ahnung was. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Es fuckt mich jetzt schon ab. Moment, erstmal gucken wir alles durch. Das Notiz. Hey, bezüglich deines letzten Briefs. Ich bin mir sicher, dass da nichts ist, worüber du dich sehr sorgen müsstest. Frauen neigen dazu, seltsam zu werden, nachdem sie ein Baby bekommen haben. Hormonelles Ungleichgewicht und so. Als wir unser erstes bekamen, erinnere ich mich, hat Valerie den Blues richtig schlimm gehabt. Hä? Was für ein Kauderwelsch. Ich fragte, dass sie zum Mittagessen haben wollte. Und sie brach einfach in Tränen aus.
sei einfach für sie da und ich bin mir sicher, dass es euch gut gehen wird. Jetzt aber, ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu hetzen. Und du sollst auf jeden Fall deine wohlverdiente Auszeit genießen. Aber nur, um es dich wissen zu lassen. Bekomme Anrufe rauf und runter. Aufträge links und rechts. Du bist eine ganz heiße Nummer, mein Freund. Vermutlich sollten wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Aber natürlich geht die Familie vor. Dein Freund und Agent Thomas Caldwell. Mein Matsuta. Ich ärgere mich, dass damals mein Internet so gesponnen hat, ne? Und die Aufnahmen nicht mehr existieren. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war damals so krass. Kev hat sich dann abgelacht. Kev hatte Spaß. Viele andere hatten auch Spaß. Alle guten Dinge sind drei. Guck mal, daraus weint es. Hier flüstert. Hallo. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Hallo, es ist Zeit, sich mal zu unterhalten. Ich habe dich öfters in unserem Haus gesehen, aber nie den Mut aufgebracht, dich anzusprechen. Bis jetzt nicht. Will ich das? Ah, es ist zu. Sehr gut. Hallo? Hallo, muss nicht weinen. Ich mache Pipi vor deine Tür. Guck mal hier. Psch. So, jetzt habe ich hier große Klappe gehabt. Vielleicht passiert irgendwas, ey. Ich sehe es schon kommen. Das ist zugeschlossen. Komisch ist, wenn ich hier draußen bin, ist es hell. Wenn ich hier reingehe, wird es dunkel. Ey, da ist doch wieder irgendwas, ey. Komm, fuck you. Ja, war so klar. Das bin ich, oder? Ja, das bin ich. Ich bin in meinem eigenen Haus. Warum hängt hier Knoblauch und Minze? Ja, Minze okay, aber warum Knoblauch? Oh, und hier ist irgendwas ausgelaufen. Moment, das ist die Küche vom Anfang. Aber ja, sieht alles so anders aus jetzt. Und vor allem... Ja, okay, die Weinflasche... Nee, Moment, die Weinflasche lag vorher hier. Warum liegt die jetzt da? Fuck you. Fuck you einfach, ey. Ich verarsche, fallen die da aus dem Bild raus? Ja, hallo. Hallo, ich bin's nur. Keine Sorge. Lass mich erst mal in Ruhe hier die Schränke durchgucken. Oh, nirgendwas drin, ey. Wenn es einer drin ist, bewerfe ich den hier mit Kürbissen oder was das sein sollen. Oder Äpfel oder was auch immer. Hier die Knoblauch. Och, gib mir so eine scheiß Bratpfanne. Franne vor allem. Eine Bratpfanne, wo ich mit ins Gesicht werfen kann. Ja, ist klar, Junge. Fuck you. Was willst du von mir? Kamelle! Rosenbüsche, Pilze! Was weiß ich, was hier alles. First, I looked for a canvas. Not just any. I had to find it.